Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. The eyes to the right 202, the nose to the left 432. So the nose have it, the nose. Die Nein-Stimmen haben gewonnen, verkündet der Sprecher des britischen Unterhauses am Abend. Und damit willkommen zu den Tagesthemen an diesem denkwürdigen Tag für Großbritannien und die gesamte Europäische Union. Oder anders ausgedrückt, May Day, der Tag der Entscheidung für die in schweres Fahrwasser geratene Premierministerin Theresa May. Der Tag, an dem nicht nur der mit der EU ausgehandelte Scheidungsvertrag auf dem Spiel stand, sondern auch ihre eigene Zukunft. Sie hat gekämpft, sie wollte mit dem Kopf durch die Wand, wie manche Beobachter schrieben. Doch am Ende kam es zu der erwarteten Niederlage und die fiel drastisch aus. Dafür stimmten nur 202 Abgeordnete, während dagegen, wir haben es gerade auch vom Speaker gehört, also gegen den Plan von May, 432 Parlamentarier stimmten. Und vor dem britischen Parlament steht unsere Korrespondentin Annette Ditter. Der Brexit-Deal zwischen EU und Großbritannien ist also gescheitert, aber mit so einer deutlichen Schlappe war nicht gerechnet worden. Was bedeutet das? Nein, damit hat tatsächlich keiner gerechnet. Das war wirklich eine historische Niederlage. Eine vergleichbare Niederlage hat es für eine britische Regierung das letzte Mal 1924 gegeben. Das war ein echtes Fiasko für Theresa May. Dennoch hat sie direkt im Anschluss völlig klar gemacht, dass sie nicht zurückgetreten wird. Sie gab sich weiter kämpferisch und danach ging es Schlag auf Schlag. Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer, stellte jetzt sein lang angekündigtes Misstrauensvotum endlich, wie viele gesagt haben, hier hinterher. Und das bedeutet, dass bereits morgen hier hinter mir im Parlament dieses Misstrauensvotum debattiert und abgestimmt wird. Theresa Mays kleinerer Koalitionspartner, die DUP, hat bereits angekündigt, sie hier in dieser Frage gegen die Opposition unterstützen zu wollen. Und das werden höchstwahrscheinlich auch ihre Partei, ihre konservativen Abgeordneten tun. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass Theresa May dieses Misstrauensvotum hier morgen Abend übersteht und dass wir dann morgen Abend wieder vor derselben Frage stehen, wie wir jetzt stehen, nämlich der Frage, was ist Theresa Mays Plan B? Die steht über allem jetzt. Gibt es denn die Chance dafür nach Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien? Das ist jetzt die ganz große Frage. Theresa May hat heute angekündigt, dass sie spätestens Montag einen Plan B vorlegen will. Wie der aussieht, weiß sie möglicherweise selber noch nicht, denn dazu muss sie in der Tat mit Brüssel neu verhandeln. Das hat Brüssel bislang aber kategorisch ausgeschlossen und insofern bleibt ihr möglicherweise im Moment nichts anderes in den nächsten Tagen, als Brüssel doch um eine Verlängerung der Frist bis zum Austritt zu bitten. Eine solche Verlängerung wäre theoretisch möglich, hatte Brüssel immer wieder mal zwischen den Zeilen signalisiert. Denn anders geht das eigentlich jetzt gar nicht mehr. Denn all das, was jetzt wieder neu und offen auf dem Tisch liegt, das kann eigentlich überhaupt nicht in nur noch 10 Wochen bis zum eigentlichen Austrittsdatum am 29. März verhandelt und geklärt werden. Es bleibt eine spannende Angelegenheit. Annette Dittert, vielen Dank aus London. Eine erste Abstimmung im britischen Parlament über diesen Austrittsvertrag mit der EU hatte May ja kurz vor Weihnachten zurückgezogen, weil sie da schon fürchtete, dass sie damit scheitern würde. Nun also ist sie das auch offiziell. Es war nochmal ein hochemotionaler Tag auf der Insel. Bis zuletzt demonstrierten vor Westminster Befürworter und Gegner des Brexits. Und wie es jetzt weitergeht, das ist alles andere als klar. Die Abstimmung selbst aber, die war es auf jeden Fall. Gabor Hollers und Barbara Jung fassen die Entwicklungen dieses Tages nochmal zusammen. In the name of the Prime Minister. Seid ihr für den Antrag der Premierministerin? Aye. Seid ihr dagegen? Of the contrary, no. Man hört schon, wie das Ergebnis gleich ausfallen wird. Clear the lobby. Die Abstimmung bestätigt das. Und auch die Premierministerin hatte wohl mit einer Niederlage gerechnet. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass es eine Lösung gibt, bedeutet mehr Unsicherheit, mehr Bitterkeit, mehr Groll. Die Opposition spricht von einer Katastrophe für die Regierung, der schlimmsten Niederlage seit fast 100 Jahren. Ich habe nun einen Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt. Und ich bin froh, dass wir darüber morgen debattieren. So voll ist es so gut wie nie im britischen Unterhaus. Und das Ergebnis ist historisch deutlich. Wir haben 202 Ja-Stimmen
Mit Nein haben 432 gestimmt. So the no's have it. The no's have it. Unlock. Schon am Morgen die ewig gleichen Fragen. Is your deal facing defeat this evening, Prime Minister? Droht eine Niederlage. Theresa May überhört das wie immer. Die Premierministerin zieht mal wieder in eine Schlacht und weiß, dass sie kaum gewinnen kann. Die Gegner sitzen überall in der Opposition, aber auch in den eigenen Reihen. Das ist die wichtigste Abstimmung unseres politischen Lebens für jeden von uns. Wer gegen den Deal stimmt, der stimmt für Unsicherheit, Spaltung und für das Risiko, dass wir ohne Deal dastehen und es am Ende gar keinen Brexit gibt. Das Land ist zerrissen, zerstritten. Verräter rufen die, die um den Brexit fürchten. Kein Deal, kein Problem, sagen die einen. Die anderen finden, May steuere mit dem Brexit auf einen Eisberg zu. Und manchmal will man fast lachen, wäre die Lage nicht so ernst. Sagen Sie es keinem, aber ich habe vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sagt der, der irgendwie an einen früheren Außenminister und Brexit-Fan erinnert. Die Debatte bewegt das Land. Vor dem Parlament läuft sie live auf Großleinwand. Der Tag ist historisch, Großbritannien gespalten, Gewinner gibt es keine und nichts ist entschieden. Ja, und was sagen die britischen Bürger noch zu dieser so mit Spannung erwarteten Abstimmung? Dazu schalten wir jetzt nach London wieder. Unser Kollege Sven Lohmann sich in einer der britischsten Institutionen umhört, in einem Pub. Sven, wie ist die Abstimmung dort aufgenommen worden? Ja, die Abstimmung konnte hier auf einem Fernseher angeguckt werden, sieht man im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen. Und als das Ergebnis kam, wanderten die Blicke dann auch auf diesen Schirm und die Reaktionen spielten sich eher so in den Gesichtern ab. Also da gab es dann Stirnrunzeln oder auch mal ein kleines Pusten, aber auch ein Staunen eher. Und ich habe mich danach umgehört und einer, der war richtig sauer, der hat gesagt, wir haben doch damals den Brexit gewählt. Wir haben doch gesagt, wir wollen aus der EU austreten und es passiert einfach nicht. Und er hat diese Abstimmung also so gesehen, dass einfach das, was das Volk gewählt hat, damals nicht umgesetzt wird. Aber so ist das in den britischen Pubs. Du triffst dann beide Lager, natürlich auch die EU-Anhänger, die unbedingt bleiben wollen. Und ich habe auch Christian kennengelernt, der zu den Anhängern gehört. What would you do if you were politicians? Ich frage ihn mal, was er denn tun würde, wenn er ein Politiker wäre. Well, I'm over the moon with the result and I think that the whole thing should be cancelled. I think over the last 2 years we've seen how badly it's affected the economy of England. I think it's affected our relations with Europe. I've seen companies pull out. I spent my whole entire career working in the US and in Europe. And as a proud citizen of the UK, and it is just disrupted everything. Ich übersetze mal ganz kurz. Also er würde, wenn er Politiker wäre, alles absagen, weil er gesagt hat, es hatte nur negative Effekte auf die Wirtschaft und so weiter. Und er hat schon in vielen Ländern gearbeitet und das ist eine ganz schlechte Entscheidung. Thank you very much, Thank Christian. You. Vielen Dank für diesen Let's go Eindruck. Back to normal. Und dann ist natürlich noch das Nächste, was hier die Leute auch beschäftigt hat, nämlich der Misstrauensantrag. Und da gab es dann eher so Schulterzucken, weil es ist wieder die Lähmung. Und wenn die Brexiteers, also die Brexit-Gegner und die EU-Anhänger eines eint, dann ist es, eigentlich wollen sie endlich mal eine Entscheidung haben und nicht, dass das Land weiter gelähmt ist. Aber dieser Wunsch, der bleibt wohl erstmal unerfüllt, Ingo. Sven Lohmann, vielen Dank für diese Eindrücke in einen Pub nach London. Aber nicht nur dort, in London, in den Pubs, schauten sie auf das Unterhaus. Natürlich blickte ein ganzer Kontinent über den Ärmelkanal, vor allem in den europäischen Parlamentsstädten in Brüssel und in Straßburg. Und in Straßburg begrüße ich jetzt Manfred Weber, den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der konservativen Europäischen Volkspartei. Guten Abend, Herr Weber. Hallo, guten Abend. Wie dramatisch ist dieses Ergebnis nun für die EU? Das Ergebnis ist zunächst ein sehr klares Ergebnis. Es ist eine schwere Niederlage für das Verhandlungsergebnis, das Theresa May mitgebracht hat. Und für die Europäische Union bedeutet das jetzt große Unsicherheit, wie wir mit Großbritannien weiter umgehen sollen. Und das größte Problem, das ich sehe, ist, dass uns London auch nach diesem Abend bisher oder nach wie vor keine Einschätzung geben kann, was sie denn eigentlich langfristig erreichen wollen. Wir sind nach wie vor in politischen Turbulenzen, innenpolitisch gefangen in London und die belasten die gesamte Europäische Union. Aber die Uhr tickt und jetzt ist die Frage, wird es eine Verschiebung dieses Brexit-Datums geben oder kommt doch der harte Brexit?
Der harte Brexit ist mit dem heutigen Tag realistischer geworden. Aber wir müssen uns trotzdem alle bemühen, ihn zu verhindern. Es geht um Millionen Menschen, die betroffen sind. Es geht um die nordirische Frage, die über Gewalt auch entscheidet in der Region. Und es geht auch um die Austrittskosten, die irgendwie bezahlt werden müssen. Also es steht viel zur Debatte. Deswegen müssen wir uns trotzdem bemühen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ich bleibe dabei, der Ball liegt zunächst mal in London. Wenn London ein Verhandlungsergebnis, das von 28 Staaten auf diesem Kontinent gebilligt worden ist, wenn das London jetzt einseitig ablehnt, dann ist London in der Pflicht, jetzt auch Orientierung zu geben, wie es weitergehen soll. Das heißt, Theresa May ist am Zug und ich hoffe, sie legt etwas vor, was dann für den Rest der Europäischen Union auch akzeptabel ist. Sie sagen, Theresa May ist am Zug, aber so wie bei einer Hochzeit ist auch bei einer Scheidung gehören immer zwei dazu. Und die EU hat die Briten da sehr stark unter Druck gesetzt. Wollte vielleicht auch ein Exempel statuieren, dass es eben kein Spaziergang ist, dass man nicht einfach so austreten kann aus der EU. War die EU da nicht auch zu hart, nicht entgegenkommend genug, um den britischen Abgeordneten jetzt ein Ja zu diesem Vertrag schmackhafter zu machen? Wir von der europäischen Seite her waren bei all den Gesprächen konsensbereit und haben sogar verschiedene Optionen angeboten. Es gibt ja heute schon Länder in Europa, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind und eng angebunden sind. Denken Sie an Norwegen, an die Schweiz. Das heißt, es gibt Optionen, es gibt schon Blaupausen für das Modell, das Großbritannien sucht. Nur Großbritannien konnte uns keine klare Orientierung geben, was sie denn eigentlich wollen, wie sie sich die Zukunftsbeziehungen vorstellen. Und ich muss schon eines klarstellen, wenn ein Land die Europäische Union verlässt, keiner ist gezwungen, Mitglied der EU zu sein. Aber wenn jemand die Europäische Union verlässt, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Dann kann er nicht die gleichen Vorteile in Anspruch nehmen, die ein Mitglied der Europäischen Union hat. Und das ist eine Erfahrung, die die Briten jetzt leider Gottes erst in den letzten Monaten gemacht haben. Dass sie das verstehen, dass sie große Nachteile auch in Kauf nehmen, wenn sie die Gemeinschaft in Frage stellen. Ja, aber die Konsequenzen bekommen wir jetzt auch zu spüren, wenn es einen harten Brexit gibt. Sie haben es angesprochen, die Grenze in Irland. Und auch viele Industrien haben Verträge in Britannien und wissen nicht, wie es weitergeht. Das sind auch Riesenkosten für uns. Deswegen nochmal, müssen wir nicht einfach nur sagen, ja, die doofen Briten, die wollen jetzt einfach gehen. Müssen wir nicht auch sagen, okay, wie können wir die Kuh vom Eis kriegen? Wir sind bereit für Gespräche, keine Frage. Wir werden jetzt mit den britischen Freunden über den Ausgang jetzt beraten und werden auch weiter im Gespräch sein. Ich bleibe dabei, wir als Europäische Union waren in vielen Bereichen gesprächsbereit. Ich muss aber klipp und klar nochmal sagen, der Austritt wird eine Lose-Lose-Situation sein. Es wird keine Gewinner geben in dieser Austrittssituation. Und noch wichtiger zu sagen ist, dass alle Populisten und alle Nationalisten auf diesem Kontinent sich an Großbritannien ablesen können, was passiert, wenn man die europäische Idee in Frage stellt. Der Brexit ist sozusagen das Ergebnis von Populismus, der in Großbritannien leider obsiegt hat. Und wir haben ihn ja in Deutschland auch. Die AfD hat ja auch den Dexit beschlossen, den möglichen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Und deswegen muss die Grundbotschaft auch allen klar sein. Es ist tausendmal besser, die heutige Europäische Union zu erneuern, dort wo es Erneuerungsbedarf gibt, als Europa zu verlassen oder gar zu zerstören. Das ist auch die Erfahrung, die wir am Brexit machen. Sagt Manfred Weber, der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei. Vielen Dank nach Straßburg. Die Entscheidung im britischen Unterhaus zum Brexit-Vertrag. Dazu jetzt der Kommentar von Andreas Zichowitz vom Norddeutschen Rundfunk. Das ist ein Abend für die Geschichtsbücher. Eine krachende Niederlage und eine Premierministerin, die dennoch weiter im Amt bleiben will? May hält das Steuer fest in Richtung Eisberg. Sie verwechselt ihr eigenes politisches Schicksal wohl mit dem ihres Landes. Das ist verantwortungslos, denn das wird die Wut in beiden Lagern weiter anheizen. Und dies, die Spaltung, ist der Vorwurf, den man May von Anfang an machen muss, als sie ohne zeitliche Not den Austrittsprozess mit Artikel 50 lostrat. Frau May sollte gehen, bei allem Respekt. Es macht fassungslos, praktisch live mitzuerleben, wie sich eine ehrwürdige Demokratie durch das Versagen ihrer politischen Klasse in Rekordzeit zerlegt und so Anschauungsunterricht und Blaupause für jeden Autokraten weltweit liefert. Seht her, so leicht lassen sich Demokratien destabilisieren. Und jetzt zu uns. Wenn wir das für uns verhindern wollen, dann sollten wir daraus eine Erkenntnis ziehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft aus politischer Eitelkeit und Machtstreben Einzelner durch Zersetzung und Hass so gespalten wird, dass am Ende kein Konsens mehr möglich ist. Der Brexit, so er kommt, mag für Großbritannien eine schwere Prüfung werden, doch es wird länger dauern und schwieriger werden, das Gift zu beseitigen, das in die britische Gesellschaft eingesickert ist. Andreas Zichowitz kommentierte.
Was in den Köpfen von AfD-Mitgliedern vorgeht, das ist nun ein Fall für den Verfassungsschutz. Ein Prüffall, der die gesamte Partei betrifft, weil der Verfassungsschutz genügend Anhaltspunkte für demokratiefeindliche Bestrebungen sieht. Eine offizielle Beobachtung bedeutet diese Maßnahme allerdings noch nicht. Dennoch wird die Partei nun genauer unter die Lupe genommen. Vor allem einzelne AfD-Organisationen wie die Junge Alternative oder der Flügel. Da geht der Verfassungsschutz einen Schritt weiter und spricht von Verdachtsfällen. Was das bedeutet, berichtet Thomas Kreuzmann. Björn Höcker ist der offizielle Spitzenkandidat der AfD in Thüringen und seit heute ein Verdachtsfall. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz verdächtigt Höckers AfD-interne Gruppe der Flügel, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu arbeiten. Das durch den Flügel propagierte Politikkonzept ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitergehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen und politisch Andersdenkenden gerichtet. Es verletzt die Menschenwürdegarantie und das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip. Höcke beteiligte sich 2010 mit Neonazis an einer Demonstration in Dresden. Er und der Flügel würden den historischen Nationalsozialismus immer wieder verharmlosen, so der Verfassungsschutz. Der Flügel halte als letztes Mittel Gewalt für gerechtfertigt. Im Falle des Scheiterns der AfD werden revolutionäre Mittel angedeutet. Für diesen Fall gelte, Zitat, danach kommt nur noch Helm auf. Besonders populär ist Höcke bei der Jungen Alternative, der offiziellen AfD-Jugendorganisation. Auch sie gilt dem Verfassungsschutz seit heute als Verdachtsfall, kann also wie der Flügel observiert werden, aber auch nicht durch V-Leute. Die AfD-Spitze wiederum betonte, dass der Verfassungsschutz die AfD-Bundespartei als Ganzes nur als Prüffall bearbeitet, also nur öffentlich zugängliche Quellen auswertet. Der Verfassungsschutz hat zugegeben, nach monatelanger Recherche überhaupt gar nichts in der Hand zu haben. Doch der Verfassungsschutz wird einen Vorgang AfD und Akten anlegen und die AfD intensiver als bisher auf Äußerungen und Verbindungen ihrer Spitzenleute überprüfen. Ganz konkret auch bei Parteichef Gauland. Denn er unterschrieb mit Höcke 2015 die Erfurter Resolution, das Gründungsdokument des Flügels. Gaulands AfD kündigt rechtliche Schritte an. Wir sind Gott sei Dank noch immer ein Rechtsstaat und wir werden juristisch gegen diese Art von Verdachtsprüfung vorgehen. Die AfD befürchtet Stimmverluste und sieht sich als Opfer einer politisch gesteuerten Maßnahme. Widerspruch. Das ist nicht meine politische Entscheidung. Es gab da auch keine Weisung, keinen Hinweis von mir, sondern es ist eine eigenständige Entscheidung der Verfassungsschutzbehörden. Alles ist offen. Ob die AfD vielleicht sogar ein Beobachtungsfall mit ständiger Überwachung wird oder ob sie aus dem Blick der Verfassungsschützer gerät, weil sie sich mäßigt und von Radikalen trennt. Alexander Gauland wünschte Björn Höcke heute viel Erfolg bei der Thüringer Landtagswahl. Fördern und fordern lautet das Prinzip beim Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV. Wer vom Staat also gefördert wird, der muss auch darauf hören, was der Staat von ihm oder ihr fordert. Sonst werden die Zahlungen gekürzt. Jeden Monat trifft das etwa 3% der Hartz-IV-Empfänger. Zunächst nur etwas, wenn sie beispielsweise Termine beim Jobcenter nicht wahrnehmen, was die meisten Fälle ausmacht. Einigen drohen allerdings verschärftere Kürzungen, etwa wenn sie Stellenangebote oder Weiterbildungen ablehnen. Beim ersten Mal wird der Regelsatz von 424 Euro für Einzelne 3 Monate lang um 30% gekürzt auf rund 297 Euro. Beim zweiten Regelverstoß innerhalb eines Jahres sind 60% des Geldes weg, macht dann nur noch etwa 170 Euro. Und beim dritten Mal innerhalb eines Jahres gibt es dann 3 Monate lang gar nichts mehr. Aber ist das noch ein menschenwürdiges Existenzminimum? Ob Hartz-IV-Sanktionen gegen das Grundgesetz verstoßen, darüber verhandelt seit heute das Bundesverfassungsgericht. Kolja Schwarz. Ordnung machen in der Kleiderkammer. Jessica Knam geht in einer Einrichtung für wohnungslose Frauen einem 2-Euro-Job nach. Ein Zuverdienst zu ihrem Arbeitslosengeld. Ich habe spät angefangen, eine Ausbildung zu machen. Und dann wurde ich halt auf einmal schwanger mit meiner Tochter. Und ich konnte die Ausbildung nicht fertig machen. Ich wurde dann im zweiten Lehrjahr während der Ausbildung gekündigt. Und ich habe dann halt einfach nichts mehr gefunden. Die 33-Jährige lebt von Hartz IV, vom Existenzminimum, wie es heißt.
Weil sie einmal nicht so mitarbeitete, wie das Jobcenter es von ihr verlangte, kürzte man ihr dieses Minimum noch einmal um 30%. Man muss dann halt immer überlegen, kaufe ich jetzt Essen für mich, kaufe ich Windeln fürs Baby, hole ich das, wenn ich das hole, wo bekomme ich dann das her? Also es ist dann immer so, man muss es wirklich extrem abwägen, jeden Cent 5-6 Mal umdrehen, bevor dass man weiß, was man jetzt damit macht. Vor dem Bundesverfassungsgericht ging es heute um die Existenz von Menschen wie Jessica Knam und um Fragen der Gerechtigkeit. Was darf der Staat von denen fordern, denen er hilft? Darf er sie bestrafen, wenn sie Termine verpassen oder eine Arbeit nicht annehmen? Der Bundessozialminister verteidigte das Prinzip des Forderns und Förderns grundsätzlich. Zum Menschenbild gehört auch zu sagen, das, was du selbst noch tun kannst, am Minimum, auch wenn es dir schlecht geht, mitzuwirken, das tu bitte. Die Gemeinschaft hilft dir, die Solidargemeinschaft hilft dir. Und das ist der deutsche soziale Rechtsstaat. Und diese Entscheidung haben wir getroffen und ich finde die richtig. Joachim Wolf vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat untersucht, wozu die Sanktionen führen. Die Ergebnisse sind dabei so, dass man sieht, dass durch die Sanktionierung verstärkt, beschleunigt Personen in Arbeit kommen. Das sind aber Durchschnittsbetrachtungen. Es gibt auch Menschen, denen die Kraft fehlt, die Pflichten des Jobcenters zu erfüllen. Zum Beispiel, weil sie psychische Probleme haben. Menschen, die durch die Sanktionen in eine Abwärtsspirale geraten. Zum Teil wird eben dann auch berichtet, dass es so weit kommen kann, dass Sperren der Energieversorgung, weil das Geld nicht mehr ausreicht, um das zu bezahlen, oder in schlimmsten Fällen, wenn es auch zu Totalsanktionen kommt, auch Wohnungslosigkeit zustande kommen kann. Sind solche Folgen noch verhältnismäßig? Oder zieht das Grundgesetz eine Grenze für die Sanktionen? Bis in den Abend wurde in Karlsruhe verhandelt. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Viele Transportbänder standen heute still an deutschen Flughäfen. Socken und Hosen blieben im Koffer, rund 200.000 Passagiere am Boden. Den ganzen Tag über streikte das Sicherheitspersonal an gleich 8 Flughäfen, darunter auch am größten in Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft Verdi fordert bundesweit einheitlich einen Stundenlohn von 20 Euro für die Kontrolleure von Fracht und Passagieren. Die machen, klar, einen verantwortungsvollen Job für uns alle, aber nicht alle Reisenden zeigten heute Verständnis für diese Forderung und diesen Streik. Eine Reportage von Jacqueline Dreihaupt. 4 Uhr morgens, Flughafen Frankfurt. Fuerteventura. Ja. Erstmal schon Ihr Frühstück. Oh, dankeschön. Bitte schön. Marco Nickel und sein Team sind schon seit 2 Uhr hier im Einsatz. Ihre Mission heute: 800 Passagiere mit Bussen an andere Flughäfen umleiten. Eine logistische Herausforderung. Alle zu erreichen, die Gäste wirklich hier so zu koordinieren, dass alle eingesammelt werden, die in den richtigen Bus auch zu packen. Kerstin und Thomas Jung wollen in ihren Jahresurlaub nach Lanzarote starten. Die Nachricht vom Streik ist für sie eine böse Überraschung. Man freut sich das ganze Jahr und spart und dann hat man vielleicht Pech, man kommt gar nicht weg. Dann fragt man sich, warum es einen selbst gerade trifft. Ja. Genau an dem Dienstag, wo man einmal im Jahr weg will, wird gestreikt. Und mit welchem Recht werden 20 Euro gefordert? Genau die fordert die Gewerkschaft Verdi für das Sicherheitspersonal pro Stunde. Wir sind jedes Mal Gefahren ausgesetzt, harte Arbeit, viele Realtests und stehen früh auf. Das ist eine Schichtarbeit, körperliche Belastung, Teamarbeit muss stimmen. Und deswegen finde ich, die 20 Euro sind auf jeden Fall angemessen. Viele Passagiere hier haben dafür kein Verständnis. Wie den Idioten müssen wir jetzt, sind wir halt morgen um 2 Uhr müssen wegfahren. Und deshalb habe ich mich jetzt aufgeregt. Und die laufen da rum und pfeifen. Altenpfleger, kein Krankenpfleger, kein Friseur, die alle eine Ausbildung gemacht haben, verdienen so viel. Und aus dem Grund finde ich es einfach überzogen. Klar ist Sicherheit wichtig, aber irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen. 5.10 Uhr, alle sitzen in den richtigen Bussen. Während die Passagiere am Boden umgeleitet werden, kümmert man sich in der Verkehrszentrale darum, dass die Flugzeuge bereitstehen, wo nicht gestreikt wird. Wir sind seit letzter Woche dran mit 30, 40 Kollegen, die übers Wochenende auch Sachen vorbereitet haben, in Krisenstäben getagt haben. Ein riesiger logistischer Aufwand. Der Bus mit dem Ehepaar Jung kommt planmäßig um 8 Uhr am Flughafen in Düsseldorf an. Sind zufrieden, hat bis jetzt alles gut geklappt. Ja. Hätten wir uns nicht so vorgestellt. Also es kann jetzt nur noch Urlaub sein. Trotz Streik sind alle 800 Condor-Passagiere aus Frankfurt an ihren Urlaubsorten angekommen. Auch an den anderen Flughäfen ist das Chaos heute ausgeblieben.
Handelskonflikte, ein möglicher Brexit, Probleme der Autoindustrie, all das macht der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Und zu den Folgen jetzt die Kurznachrichten mit Judith Rakers. Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft so schwach gewachsen wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2018 um 1,5%. 2017 war die deutsche Wirtschaft noch um 2,2% gewachsen. Gestützt wurde die Konjunktur vom Bauboom, steigenden Investitionen und ausgabefreudigen Verbrauchern. Das Exportgeschäft hingegen schwächelte im Vergleich zu den Vorjahren, auch eine Folge des von den USA angeheizten Handelskonflikts. Die Börsendaten. Der Dow Jones stand am Abend im Plus bei 24.066 Zählern. Auch der DAX schloss mit 10.892 Punkten leicht im Plus. Zuvor hatte die bevorstehende Abstimmung über das Brexit-Abkommen zeitweise Verluste ausgelöst. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Für deutsche Unternehmen, Verbände und auch Gewerkschaften steht viel auf dem Spiel. Denn für unsere Wirtschaft, für Arbeitgeber wie auch Beschäftigte ist das Vereinigte Königreich ein wichtiger Absatzmarkt. Lange Zeit auf Platz Nummer 3 rutschte die Insel zwar auf Platz 4, aber nur die USA, Frankreich und China wiegen als Handelspartner noch schwerer für uns. Mit einem wie auch immer gearteten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union würde Deutschland also einen sehr, sehr wichtigen Partner verlieren. Im Bereich vieler wirtschaftspolitischer Fragen, aber eben auch, wenn es darum geht, Handel zu treiben. Übrigens in beide Richtungen. An der Börse ist ein Austritt der Insel aus der EU schon lange vorweggenommen. Die lang andauernde Unsicherheit in Sachen Brexit hat die Stimmung bei Anlegern wie Investoren und dadurch auch die Kurse in den vergangenen Monaten sinken lassen. Mehrere Europaabgeordnete haben in Zusammenhang mit der Neuzulassung des Pflanzengifts Glyphosat in der EU die federführende deutsche Prüfbehörde kritisiert. Sie werfen dem Bundesinstitut für Risikobewertung vor, in seinem offiziellen Bericht Angaben und Bewertungen des Herstellers Monsanto kopiert zu haben. Als Beispiel wird die Einschätzung der gesundheitlichen Folgen genannt. Die Behörde wies die Kritik zurück. Bei einem Anschlag auf ein Hotel- und Bürogebäude in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Nach Polizeiangaben hat es zunächst auf einem Parkplatz eine Explosion gegeben. Danach hätten ein Selbstmordattentäter und mehrere Bewaffnete das Gebäude gestürmt. Zu dem Anschlag soll sich die islamistische Miliz Al-Shabaab bekannt haben. Die Wetterlage in Bayern und Österreich hat sich nach dem 2-wöchigen Dauerschneefall etwas entspannt. In Bayern wurden sämtliche Unwetterwarnungen aufgehoben. Trotzdem bleibt die Lawinengefahr hoch. Im österreichischen Bundesland Kärnten starb heute ein junger Skilehrer. In der vergangenen Nacht traf eine Schneewalze ein Hotel in der Gemeinde Ramsau in Österreich. Gäste und Angestellte blieben unverletzt. Ein Wintermärchen 2.0 soll die Handball-WM in Deutschland und Dänemark werden, wie damals beim Titel 2007. Nach dem ersten kleinen Dämpfer gestern, dem Unentschieden gegen Russland, stand heute Abend ein Schlüsselspiel an. Gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Damals, bei der Heim-WM, vor 12 Jahren, gelang der deutschen Mannschaft nach doppelter Verlängerung ein hochdramatischer Halbfinalsieg gegen die Franzosen. Im heutigen Gruppenspiel wäre ein Sieg also sicher mehr als nur ein gutes Omen für das restliche Turnier. Ob das geklappt hat, Henrik Deichmann. Die Enttäuschung der deutschen Mannschaft über den verpassten Sieg nach einem wahren Handballkrimi gegen Frankreich war riesengroß. Das Spiel von Beginn an intensiv geführt, Kampf um jeden Ball. Gensheimer mit dem 3:1 nach tollem Einsatz von Grötzky, der den Ball noch im Fallen weiterleitet. Nikola Karabatic, der verletzte Topstar der Franzosen, sieht eine starke deutsche Abwehr mit einem herausragenden Torhüter Andreas Wolf. Die Weltmeister Frankreich nur selten so frei zum Wurf kommen lässt wie vor dem 3:3. Das Team von Bundestrainer Prokop gut organisiert, überzeugt aber auch spielerisch. Wieder auf Gensheimer, ein herrlicher Treffer zum 6:5. Zur Halbzeit sogar 12:10 für die deutsche Mannschaft vor 13.000 begeisterten Zuschauern in Berlin. Die Franzosen, die seit 6 Jahren kein WM-Spiel mehr verloren haben, mit dem besseren Start in die zweite Halbzeit, gleichen zum 14:14 aus. Es bleibt ein hart umkämpftes, spannendes Spiel bis in die Schlussphase. Die letzten 8 Minuten, in denen Uwe Gensheimer zum 22:20 trifft und gleich signalisiert, diesmal lassen wir uns den Vorsprung nicht mehr nehmen. Doch Böhm vergibt die Vorentscheidung
Und die Franzosen treffen in letzter Sekunde zum 25:25. Enttäuschend für das deutsche Team, das sich über das vorzeitige Erreichen der Hauptrunde vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Serbien gar nicht richtig freuen konnte. Tja, damit geschwind noch zum Wetter. Sven Plöger, ist im Süden denn wieder Schnee in Sicht oder wie sind die Aussichten? Der Schnee ist vielfach noch da, Ingo, aber es fällt kein neuer. Es gibt sogar morgen ziemlich schönes Wetter. Und mancher wird dann sagen, ach, jetzt ist ja alles prima, aber die Schneemassen auf den Dächern sind noch da. Ich habe ein entsprechendes Bild, wo man sehen kann, die ein oder andere Schneeflocke ist auch auf dieses Haus gefallen. Und man kann sich nun vorstellen, das ist eine ordentliche Dachlast, da muss geschaufelt werden. Und in den letzten Tagen sind in mancher Berichterstattung dann auch die Schneegewichte so ein bisschen davon galoppiert. Deswegen noch mal ganz schnell zur Einordnung. Wie ist das eigentlich mit Schnee und Gewicht? Wir haben hier mal ein Beispiel. Hier schneit es jetzt. Und da fällt jetzt mal fiktiv ein Meter Schnee. Das ist frischer Neuschnee. Wir haben hier so einen Würfel von einem Kubikmeter. Und das wiegt ziemlich präzise 100 Kilogramm. Wenn der jetzt in sich zusammenfällt, also Altschnee wird und nichts wegtaut, dann ist der Würfel am Ende kleiner, wiegt aber natürlich immer noch 100 Kilogramm. Wenn man jetzt aber mit einer Schneeschaufel schippt, dann hat man natürlich tatsächlich auf der Schaufel am Ende weniger und der Schnee, der dann da ist, kommt einem schwerer vor. Aber auf dem Dach hat sich im Gesamtgewicht natürlich nichts verändert. Wenn es jetzt aber reinregnet, ist passiert, Schneefallgrenze auf 1000 Meter steigend, dann zum Beispiel fielen 20 Liter in den letzten Tagen ziemlich häufig, dann kommen diese 20 Kilo, die wiegen dazu, weil der Schnee das aufsaugt. Also hat man am Ende 120 Kilo. So, ein bisschen Gewichtskunde. Jetzt gucken wir aufs Wetter. Kommende Nacht weitere Regenfälle nach Nordosten. Schneefallgrenze, Erzgebirge, Fichtelgebirge, 400-500 Meter. Sonst trocken, im Süden aufklarend. Wo es klar ist, geht es örtlich über Schnee runter bis minus 10. Im Norden 6-7 Grad plus. Und der Vormittag wenig Änderung. Im Süden wird es langsam freundlich und es zieht sich am Nachmittag sofort. Und dann haben wir nach Nordosten noch ein paar Tropfen. Die Temperaturen hier 5 bis 8 Grad, im Südwesten 9. Bei Dauernebel minus 1, Südwestwind, der nimmt nach Norden zu, nordfriesische Inseln Stärke 6, am Donnerstag kommt eine Front, später Graupelgewitter, Freitag Beruhigung und Ingo, dann im Süden am Alpenrand nur ganz, ganz wenige Schneeflocken. Sven Plöger, vielen Dank dafür, vor allem auch für die Gewichtskunde. Und das war's von uns an diesem dramatischen Brexit-Abstimmungstag. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Film Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück. Und Kirsten Gerhardt begrüßt Sie dann gegen 0.35 Uhr im Nachtmagazin, das auch natürlich auf den neuesten Stand der Dinge in Großbritannien blickt. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.